Willkommen bei Assassin's Creed Revelations auf Inka Gaming TV zu Get the Trophy. So, ich kann wir behandeln hier die Bronzetrophäe Bastelfreak, stellen sie 30 Bomben her. Gut zu wissen ist, dass ihr erst ab Sequenz 3 und der vierten Erinnerung Bomben herstellen könnt, aus unterschiedlichen Materialien. Dafür habt ihr eine eigene Werkbank und auch außerhalb gibt es ein paar Spots neben Taubentürmen, in denen ihr Bomben herstellen könnt. Das sind so viereckige Kasterl, die an der Wand hängen. Dafür braucht ihr drei unterschiedliche Komponenten, eine Hülse, Pulver und einen Effekt. Da gibt es mehrere unterschiedliche, die könnt ihr kaufen oder auch erplündern. Und dafür müsst ihr jetzt 30 Bomben basteln, also bauen in diesem Kastell an Materialien, um diese Trophäe zu bekommen. Und eigentlich ist es jetzt nicht so, dass ihr da ewig lang für sammeln müsst. Das ergibt sich ganz im normalen Spielfluss und ihr könnt die Trophäe im ganz normalen Ablauf nebenbei erwerben, sage ich jetzt mal. Dann wünsche ich viel Spaß als Bombenbastler und lasst uns doch ein Like, Kommentar oder Follow da, wenn euch das Video gefallen hat. See you! Nehmen wir doch mal eine Giftbombe, ha? Poison. Die Ablenkung. Oh Mann, schon wieder vergessen. Nee, nicht Münzen heute, ich mache es so. Bastelfreak, Trophäe erhalten.